Das Eintraben der Jungfohlen in die Manege des Nachholspiels vom 26. Spieltag der Tabellenneunte aus Gladbach empfängt das Kellerkind aus dem Ruhrgebiet, den VfB Homberg. Die sind Tabellen-17., können mit einem Sieg aber zumindest kurzzeitig auf den 16. und somit 1. nicht Abstiegsplatz springen. Die erste Chance der Partie haben dann auch die in grau-schwarz gekleideten Gäste. Und das die eigentlich einzig nennenswerte Aktion in einer überaus ereignisarmen Halbzeit. Allerdings nur eigentlich, denn es gibt noch Minute 38 und es gibt Pascale Talaski. 1:0 VfB Homberg. Der Außenseiter führt und das nicht ganz unverdient. Unter anderem, weil Nechirwan Khalil Mohammed die Fohlen hier longiert und Talaski sie mit seinem kunstvollen Schuss aus der Drehung voltigiert. 1:0 dann auch der Stand zur Pause. Halbzeit 1 definitiv kein Chancenfeuerwerk. Die großen Raketen haben beide Teams dann auch im zweiten Spielabschnitt erstmal in der Kabine gelassen. Dafür gibt es aber diese kleine Knallerbse. Streichelt so bei Danny Rankel und Maximilian Brühl. Und dann gibt es das Offensivfoul von Pierre Nowitzki. Maximilian Brühl beruhigt sagt, wir wollen hier nicht die Pferde scheu machen. Scheu sind aber vor allem nicht die Gäste. Wieder Danny Rankel und wieder Maximilian Brühl. Mit einer Hand hält er Gladbach in der Partie. Danny Rankel wie die restlichen Homberger mit einem starken Auftritt. Weniger als 15 Minuten noch zu gehen. Die Borussia agiert und steht offensiver. Und das führt zu Runde 3 im Privatduell. Rankel gegen Brühl. Danny Rankel zähmt die Unzähmbaren. 2:0 VfB Homberg. 7. Saisontor für den Mann mit der Nummer 7. Rankel galoppiert der Hintermannschaft davon und lässt Brühl dann nur noch vor Wut schreien. Wir nähern uns dem Ende des Spiels und Gladbach noch immer ohne wirklichen Torschuss. Luis Jordan Bayer hat da die einzige Fohlenchance auf dem Huf. Und ja, wenn das Beste ist, was du zu bieten hast, dann brauchst du dich wirklich nicht zu wundern, wenn beim Abpfiff von Schiedsrichter Marco Goldmann die Gäste aus Duisburg lauter jubeln dürfen als du. Alles in allem eine Partie, an die man sich vor allem in Homberg gerne dran zurückerinnert. Trainer Sunay Aca freut vor allem die starke Defensivarbeit seiner Mannschaft. Ich glaube, das war ein überragendes Spiel von uns. Wer hier in Gladbach spielt und gegen so eine spielstarke Mannschaft keine Torchance in 90 Minuten zulässt. Ich glaube, die eine Ecke war es, wo sie danach im Abseits waren, aber wir haben wirklich keine Torchance zugelassen. Wir haben enorm gut verteidigt, sehr gut verschoben. Das war als Mannschaft, ich kann keinen einzigen Spieler rausnehmen. Ja, wir haben als Mannschaft überragendes Spiel gemacht. Was allerdings ein negativ bisschen war, wir hätten vorher den Deckel zu machen. 2-3 Konter hatten wir vorher, die wir so ein bisschen ja nicht konsequent genutzt haben, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu viel verlangt von den Jungs. Wenn ich jetzt das auch noch gemacht hätte, dann wäre das ein Top-Spiel gewesen. Aber so haben wir 2:0 hier in Gladbach geholt und ich glaube, der war verdient. Das nennt man doch mal einen gelungenen Betriebsausflug. Homberg hat die 3 Punkte und steht zumindest bis zum Wochenende überm Strich.